Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute ein versprochener Haul, nicht der Food Haul, den ich angeteasert hatte, aber ein Action und DM Haul. Wir starten mit den Sachen, die ich bei DM geshoppt habe. Und ich war mal wieder mit meiner lieben Schwägerin unterwegs. Es war super, super schön. Und wir haben wieder tolle Sachen gefunden. Unter anderem habe ich diese Soft und Sicher Taschentücher in der Love Edition mir geholt. Und das sind extra große Taschentücher, 110 Stück. Genau. Und, Das sind die 42x10 Stück, die Love Edition, vierlagige Taschentücher mit diesem schönen Design. Es gibt aber auch hier diese hier in der Box. Das sind die, wo man 110 Stück in diesem extra großen Tuchformat hat. Aber ich habe halt diese hier gewählt und fand die so süß. Das musste einfach mit. Und da Herr Muffin ja immer gerne Taschentücher dabei hat und ich die dann auch in der Handtasche habe, möchte ich natürlich, dass die auch schön aussehen. Und apropos schön aussehen, hier haben wir noch eine limitierte Edition und zwar Soft und Sicher. Diese Blümchen und Schachbrettmuster Grün-Lila Edition. Wie süß sind die bitte? Wie schick sind die auch? Also DM übertrifft sich immer wieder selber, was die Designs angeht. Und da nimmt man doch gerne eine Packung Taschentücher mit, oder nicht? Also ich finde die richtig, richtig toll. Reißfest und samtweich. Auch diese hier sind wieder vierlagig. Und 42 Packungen sind da drin. A10 Tücher. Die durften auch mit einziehen. Ich habe sogar, glaube ich, den Beleg hier noch am Start. Und zwar haben die Soft und Sicher Taschentücher jeweils 3,85 Euro gekostet. Dann geht es weiter mit zweimal Ebelin Wattestäbchenboxen. Da hat mich auch das Design so gecatcht. Also ich war heute das absolute Verpackungsopfer beim Shoppen. You are gold. Ebelin Wattestäbchen, 300 Stück. Hello, gorgeous. Beauty. Und hier dieses Design fand ich auch besonders schön. Mit den Blümchen und dieser Aquarelloptik. Und ja, das fand ich super, super schick und die beiden durften mit. Die haben jeweils 75 Cent gekostet. Da kann man echt nicht meckern, würde ich sagen. Dann habe ich etwas gekauft, worum ich schon länger rumgeschlichen bin, aber ich war immer so, nee, irgendwie gefällt mir der Duft doch nicht. Oder doch, ich weiß es nicht. Und ja, das ist ja so gehypt gewesen, dieses Tracalmoon Brazilian Love Duschgel. Das soll ja einem sehr bekannten Duschgel ähnlich sein. Ich weiß es nicht, das ist mit Mandel-Vanille-Duft und da sind halt 500 Milliliter drin. Also es ist ein großes Duschgel. Und ich mag den Duft jetzt irgendwie. Am Anfang mochte ich den gar nicht so gerne, aber jetzt, der ist so cremig, süßlich, aber durch die Mandel nicht nur vanillig süßlich, sondern so ein bisschen interessanter süßlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Also nicht nur süß, sondern irgendwie interessant lecker, ja. Und deswegen durfte das jetzt doch einziehen, das Duschgel. Nachdem es ja schon länger auf dem Markt ist, aber ich habe mich erst jetzt quasi durchgerungen, es zu kaufen, kostet 3,95 €. Und dann habe ich mir noch diese Seife hier geholt. Und wenn ihr die seht, wisst ihr auch warum, sie glitzert. Und die heißt auch Glow und die hat ein Holo
eine Holo-Banderole hier. Glow-Handseife mit Schimmerpigmenten für strahlend schön gepflegte Hände. Und ja, Glitzer und Holo und das ist ja voll meins. Das musste einfach mit in meine Einkaufstüte. Hat gekostet 1,25 Euro. Das finde ich in Ordnung für 300 Milliliter. Und dann hatten sie diese wunderschöne Trended Up Tasche. Die habe ich mir noch mitgenommen mit den schönen Kosmetiksachen drauf. Das war aber noch nicht ganz alles. Ich habe mir noch etwas gekauft. Und da leite ich quasi über in einen kleinen Werbepart. Ich habe nämlich einen neuen Kooperationspartner jetzt getestet und bin zu dem Entschluss gekommen, euch das auch zu zeigen, was ich testen durfte. Und zwar habe ich hier Wattepads gekauft. Nein, DM Ebelin ist nicht mein Kooperationspartner, sondern diese Wattepads habe ich mir gekauft, um mein Augen-Make-up runterzunehmen. Ich habe mich nämlich darauf eingelassen, mal von meiner normalen Methode, mich abzuschminken, wegzugehen und habe mich beraten lassen von einer Fachfrau. Und das könnt ihr auch machen bei Dalton. Dalton, falls ihr das nicht kennt, ist Marine Kosmetik, kommt aus der Institut Kosmetik. Das heißt, diese Produkte, unter anderem dieser Augen-Make-up-Entferner, den ich sehr cool finde, den gab es lange Zeit nur bei einer Kosmetikerin, weil eben die Produkte genau individuell an jeden Hauttypen angepasst werden. Und da ist es immer gut, wenn man eine gute Beratung kriegt. Ihr könnt diese Beratung entweder telefonisch in Anspruch nehmen oder über den Link in meiner Infobox könnt ihr einen Fragebogen ausfüllen. Und dann wird euch individuell ein Pflegeplan zusammengestellt mit den Produkten, die euch Dalton empfehlen würde. Das macht kein Roboter, das macht kein Computer, sondern da sitzt eine Kosmetikerin und guckt sich das an, was ihr da angegeben habt in dem Pflegeplan und beziehungsweise in der Hautanalyse, die ihr da ausfüllt. Guckt sie sich an. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar ein Foto einschicken. Ich habe das auch gemacht. Habe ein Foto von meiner ungeschminkten Haut eingeschickt und dann wurde mir gesagt, okay, für deine Haut sind die und die und die Produkte gut. Das teste das mal und wenn du das gut findest, dann kannst du es deiner Community auch vorstellen. Genau, und da habe ich halt diesen, unter anderem diesen Classic Clean Dalton Marine Cosmetics Augen-Make-up-Entferner gehabt. Und für den brauche ich Wattepads. Und der nimmt das Augen-Make-up super schnell, super gründlich und super einfach runter. Ich muss nicht mehr so viel reiben, ich muss nicht mehr so viel rubbeln. Ich verliere keine Wimpern beim Augen-Make-up abschminken. Und das ist einfach, ja, Game-Changer würde ich es nennen. Das riecht nach nicht besonders viel. Ist so ein Zwei-Phasen-Produkt und das Besondere an Dalton Marine Cosmetics ist, dass es eben Meereskosmetik ist mit Inhaltsstoffen aus dem Meer und tierversuchsfrei und echt wirklich empfehlenswert. Ich bin super begeistert. Nicht nur von dem Augen-Make-up-Entferner, denn ich brauche auch für mein neues Produkt, was ich jetzt benutze, Wattepads, und zwar für mein Gesichtswasser. Gesichtswasser als letzten Step der Reinigung. Auf ein Wattepad aufgeben und übers Gesicht streichen, um die Haut auf die Pflege vorzubereiten, den pH-Wert nochmal zu optimieren und eben ja, das Gesicht nochmal zu pflegen und richtig rein zu machen, verteile ich das auf Gesicht, Hals und Dekolleté und das macht halt, dass die Pflege danach auch besser in die Haut einziehen kann. Und falls ihr jetzt ein bisschen
interessiert seid, wenn ich euch ein bisschen teasen konnte mit meinen zwei neuen Produkten, die ich liebe, dann könnt ihr gerne mal gucken, was euch Dalton empfehlen würde an Pflegeprodukten. Ihr müsst ja nicht alles kaufen, aber rein Interesse halber könnt ihr ja mal den Fragebogen zu eurer Haut ausfüllen. In der Infobox ist der Link. Und dann könnt ihr mal gucken, was da so an Empfehlungen auf euch zukommen würde. Wie gesagt, ihr könnt auch ein Foto schicken und dann guckt sich eine Kosmetikerin das an und empfiehlt euch eine Pflegeroutine. Und vielleicht sind da auch meine zwei Helden, der Augen-Make-up-Entferner und das Gesichtswasser dabei. Ihr könnt ja einfach mal gucken. Und um meine Wattepads für meine neue Pflegeroutine zu verstauen, habe ich mir bei Action diesen Wattepad Organizer hier bestellt. Und der ist mit einem Bambusdeckel. Und ich habe mir gleich zwei bestellt. Einen fürs Bad, damit ich da meine Wattepads für mein Gesichtswasser und meinen Augen-Make-up-Entferner reinmachen kann. Können wir ja gleich mal machen, weil da ist an der Seite auch so ein Loch und dann kann man die da gut rausnehmen. Sondern ich habe mir noch einen zweiten mitgenommen für das Wohnzimmer, weil wenn ich jetzt meine Fußnägel ablackieren möchte oder ich irgendwie gekleckert habe mit dem Nagellack oder so, dann kann man das mit dem Wattepad auch schön korrigieren. Und ja, dachte ich mir, nehme ich einfach mal zwei mit. Die waren auch nicht besonders teuer. So sieht das dann aus. Mein neuer Wattepad-Ständer. Finde ich sehr schicki. Ah, da ist der andere. Die Tüte von DM hat mir übrigens meine Schwägerin geschenkt. Die habe ich mir nicht gekauft. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an meine bezaubernde Shoppingbegleitung und beste Schwägerin der Welt. Genau, hier ist der zweite Behälter für die Wattepads. Mal gucken, ob die da alle reinpassen. Ich habe auch noch ein paar mehr Produkte getestet von Dalton, aber das erzähle ich euch dann mal in einem anderen Video. Ich wollte euch einfach nur mal so erzählen, dass ich jetzt eben die Ehre habe, mit Dalton zusammenzuarbeiten, beziehungsweise ja, die Kooperation habe und mich sehr freue, dass ich angeschrieben wurde und die tollen Produkte testen durfte. Und ja, ich muss sagen, die sind schon richtig, richtig, richtig klasse, die Sachen. Also ich kann bis jetzt nichts aussetzen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, vielleicht findet die eine oder der andere da auch ein Game-Changer-Produkt bei Dalton. Aber wie gesagt, der Fragebogen ist kostenlos, kann man einfach mal machen. Mal gucken und sich die Produkte mal angucken. Genau, so, das war der DM-Kassenzettel. Gucken wir mal, ob ich von Action, nee, den habe ich glaube ich im Portemonnaie. Na gut, genau, das waren die zwei Bambus-Aufbewahrungs-Wattepad-Spender. Die haben jeweils 1,85 gekostet, meine ich. Dann hat mir meine Schwägerin dieses wunderschöne Geschenkpapier geschenkt. Habe ich mich sehr gefreut. Das ist nämlich Glitzer Meerjungfrauenoptik. Auch hier wieder aus dem Meer quasi. 200x70 cm. Holographic Paper. Ja, für Geschenke finde ich das sehr, sehr cool. Dann habe ich mir geholt Bilderrahmen für, ich glaube, 82 Cent das Stück. Drei Stück, 10x15. Da ist so ein schickes Bild drin und da steht drauf, Make your dreams come true, Photo Frame, 10x15. Und ja, das ist so ein Altgold, das finde ich auch super, super schick. Für so ein paar schöne Erinnerungsfotos, kann man immer gebrauchen. Und für unter einem Euro fand ich das jetzt richtig, richtig cool.
Dann durfte auch hier Duschgel mit, und zwar von Bubble Tea, Mango Coconut. Das sind auch 500 Milliliter. Das hat, glaube ich, so um die 2 Euro gekostet, 1,99, glaube ich. Und das ist so fruchtig, cremig, nach Kokosnuss und Mango, super Kombination. Ich muss mal gucken. Nee, das habe ich noch nicht. Ich dachte, das hätte ich schon. Aber das habe ich noch nicht. Das, genau, das durfte einziehen. Dann auch von Bubble Tea Acai oder Acai, Refreshing Acai und Strawberry. Das kann man auch zum Baden nehmen. Ich werde es zum Duschen nehmen. Man soll es nicht essen, steht da extra noch drauf. Oh, super lecker. Beerig, fruchtig. Sehr schön für den Sommer, würde ich sagen. Und dann noch Watermelon and Mint. Das ist mein absoluter Favorite. Wassermelone Minze, auch von Bubble Tea. Das ist so frisch, fruchtig, wie so ein Cocktail. Das riecht einfach mega, mega gut. Ja, kann ich euch nur empfehlen. 1,99, meine ich, hat da eins gekostet. Dann habe ich mir noch diese Box hier geholt. Die hat, glaube ich, 2,50 € oder so gekostet. Das sind holographische Klappkarten mit Foliendruck. 24 Karten und 24 Umschläge. Und diese Motive sind das. Und das sind halt, ja, 24 Karten. Und ich glaube, eine Box hat so 2 Euro oder 2,50 € oder so gekostet. Also wirklich günstig für so viele Karten. Und ich fand die Designs echt schön. Also ich hole euch mal ein paar raus, so mit so einem Golddruck. Und das sind jetzt nur 3 Designs von denen, die da hier drin sind. Und das fand ich echt schön. Für so einen kleinen Gruß. Wenn man jetzt zum Beispiel entweder eine Verlosung hat oder wenn man ja, Freunden was schickt oder so. Und dann die Umschläge dazu in ganz normal weiß. Fand ich auch richtig cool. Ja, Double Greeting Cards heißen die. Fand ich richtig, richtig. Also für so Grußkarten und so ist Action ja immer mega. Nur selbst gebastelt ist schöner. Ganz liebe Grüße an Maddie an dieser Stelle. Genau. Dann habe ich hier noch einen Whipped Shower Foam. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist jetzt Mango-Geruch. Ich rieche nichts raus. Das ist mit so einem Pumpi. Und ja, bin gespannt, ob das ein guter Duschschaum ist. Aufgeschlagener Duschschaum mit Duft nach Mango. Ich bin sehr gespannt. 250 Milliliter, glaube ich, 1,50 € oder so gekostet. Und zu guter Letzt, da haben wir noch den Shower Foam mit Wassermelone von The Beauty Dept ist das. Und das ist einfach auch eine coole Verpackung, finde ich. Richtig schick. Und diese ganzen Duschprodukte befinden sich in meiner neuen I Love Shopping Shopping Bag, die ich auch bei Action gekauft habe für 50 Cent oder so. Fand ich richtig, richtig cool mit dem Herz und dem Lila und den lila Henkeln. Das musste einfach sein. Ja, ich bin sehr happy mit meinen neuen Schätzen. Ich tue mal die ganzen Duschprodukte. Ach, ich war schon wieder auf. Ja. Nicht aufräumen im Video. Ja, ich freue mich ganz doll, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, den Hautfragebogen von Dalton mal auszufüllen. Entweder telefonisch oder online. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein fantastisches Wochenende. Wenn ihr frei habt, wenn ihr arbeiten müsst, haltet durch. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Gebt ein Däumchen nach oben. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüssi!